hatte einfach gleich ein positives Bauchgefühl und es hat für mich einfach alles gleich von der Atmosphäre gepasst, als wir auch in den Räumlichkeiten und vor den Räumlichkeiten waren und das war einfach ein absoluter Volltreffer und eine Punktlandung in dem Fall. Ja, also es war ganz interessant. Also wir haben es gehört über meinen Vater im 2017, dass es verkauft werden soll. Und am Anfang wollten wir gar nicht hingehen. Und ich habe gesagt, also ich wollte nicht unbedingt. Und dann hat Nicole aber gesagt, wir laufen jetzt da mal hin und gucken uns das mal an. Und bis dahin waren wir relativ neutral und dann sind wir von der hinteren Seite hergekommen und haben dann den Springbrunnen gesehen und dann das Verwunschene, mehr oder weniger mit einem Röschenschlaf. Und wo wir es dann gesehen haben, dann waren wir absolut begeistert und sind natürlich dann drum rumgelaufen, haben uns alles angeschaut. Und ja, war wirklich dann unglaublich. Aber wenn man nicht durch, im Prinzip durch dein hinzutun, dann wären wir, glaube ich, nicht hergekommen. Also ich hätte es alleine nicht gemacht und deswegen war das einfach gut, dass wir da zusammen, dass sie mich da im Prinzip bestärkt hat und gesagt hat, wir gucken uns das jetzt mal an und das war der Anfang des Ganzen. Es waren zwei Junggesellen hier noch auf dem Hof, die die Landwirtschaft betrieben haben, mit einem Mitarbeiter noch und die hatten bis 2008, glaube ich, hatte sie noch Vieh. Die letzten, also es war eine dann zum Schluss dann eine relativ altertümliche Anbindehaltung, wo alles noch von Hand gemacht werden musste, weil es sich dann einfach nicht mehr entwickelt hatte, weil keine Betriebsnachfolger da waren. Und das heißt, die Scheune war in altem Zustand, dann zum Schluss auch immer nichts mehr gemacht an den Dächer. Und hier im Haus drin wurde auch 40 Jahre mehr oder weniger gar nichts gemacht. Also als der Hof also die Familie, die da drauf war, die hat den Hof Mitte der 30er Jahre gekauft. Und damals war das eins der richtig großen Höfe hier oder eigentlich der größte Hof in Bad Krozingen, auch mit vielem eigenen Feld dabei, mit besten landwirtschaftlichen Böden. Und wahrscheinlich aufgrund dessen, weil natürlich dann kein Nachwuchs mehr da war, ist es dann irgendwann ist halt stehen geblieben in der Weiterentwicklung. Und zum Schluss war es, glaube ich, nicht, dass die noch viel erwirtschaftet haben. Das war schwierig dann. Also unsere Ambition war einfach die, also wir haben bei uns, also ich bin aus dem Teilort von Bad Krozingen, aus Schlatt, und da haben wir einen sehr kleinen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und sind dann mit allem, mit dem Büro, mit der Landwirtschaft aus allen Nähten geplatzt, hatten überall zu wenig Platz, haben teilweise schon Sachen ausgelagert. Und dann ging's, dann haben wir das eben gesehen und unser Ziel war, dass mit dem Geschäft, was wir machen, also wir haben Blumen zum Selbstschneiden, haben im Prinzip die Landwirtschaft, haben 40 eigene Blumenfelder. Dann haben wir die Firma Blumenberg GmbH. Das heißt, wir machen aktiv Beratung und Vertrieb für Betriebe, die genau solche Blumenfelder anlegen, inzwischen in 10 Ländern in Europa. Und als drittes haben wir noch die Firma Saatberg. Das ist vor allen Dingen für Kleinkunden und Online-Shop. Und diese drei Firmen, das war unser Ziel, die hier auf diesem Areal unterzubringen. Unser Traum war schon immer etwas Altes, weil das einfach einen Flair hat und einen Charme hat. Und das haben wir hiermit einfach gefunden. Und im Team, das geht auch wirklich nur im Team, weil das wirklich eine ganz große Aufgabe war, dann zusätzlich zu unserer normalen Arbeit das zu stemmen. Und das geht nur zu zweit. Also es war im Prinzip eine Versteigerung, aber nicht eine sogenannte Zwangsversteigerung, wie man das hier in Baden-Württemberg dann immer denkt, wenn man das Wort Versteigerung hört, sondern der Wert dieses Areals oder dieses Hofes war einfach nicht gut zu definieren. Und deswegen ist das von NRW und von Niedersachsen ist das bekannt, dass man dann Versteigerungen macht. Und der grundsätzliche Preis war relativ niedrig angesetzt und wir hatten dann am ersten Besichtigungstermin, es waren 4 insgesamt hier geplant vom Verkäufer, und am ersten Besichtigungstermin waren 50 Partien da, das heißt, wir sind dann mit ca. 100 Leuten hier durchmarschiert und wir hatten damals schon unseren Architekten, Freund und Architekt dabei, Rolf Rino, und der ist mit uns hier durchgelaufen, wir haben uns alle Gebäude angeschaut
Waren danach noch mehr verliebt wie davor. Haben aber natürlich schon auch gesehen, dass einiges gemacht werden muss. Vor allen Dingen bei der Scheune war ganz offensichtlich, dass da Teile vom Dach ziemlich kaputt waren. Aber wir haben uns relativ schnell genau vorstellen können, in welchem Gebäude wir was unterbringen können. Und da haben wir beide eine sehr gute Vorstellungsgabe und das hat sich bis zum Schluss hat sich das bewahrheitet. Da, wo man es am Anfang gedacht habe, sind die Sache jetzt auch. Wir haben von Anfang an gewusst, dass im Prinzip das Ganze unter Denkmalschutz steht. Sogenannter Ensembleschutz, weil direkt angrenzend hier die Glöcklehofkapelle ist, die um 1000 gebaut worden ist und deswegen auch ein besonderer Schutz da ist. Dann sind Grabfelder drunter, das heißt, es gibt ein Grabungsverbot. Und das haben wir alles von Anfang an gewusst. Das stand im Exposé drin. Und deswegen war auch klar, dass wir da eine gewisse Zeit auch brauchen, bis auch Sachen dann denkmalschutztechnisch geklärt sind. Und es war für uns von Anfang auch klar, weil wir schon gute Erfahrungen mit der Firma Nitz gemacht haben, was Dächer sind, schon vor über 20 Jahren bei der Scheune, die wir damals bei uns umgebaut haben. Und dass wir auf jeden Fall die Firma Nitz ins Boot nehmen, weil die große Ahnung vom Denkmalschutz hatten und auch die Kombination Zimmerei, Dachdecker. Und das sind genau die großen Baustellen hier gewesen, weil wir einfach gesehen haben, dass die Dächer ziemlich kaputt sind. Wir haben 2200 Quadratmeter Dachfläche insgesamt und haben also gewusst, da haben wir einiges zu tun. Und da war Firma Nitz auch gleich richtig. Und da war der Herr Nitz Senior, war dann auch gleich am Anfang mal bei den allerersten Terminen mit dem Architekt zusammen da. Er hat sich das einfach mal angeschaut. Und der war dann auch beim ersten Termin, als die Denkmalpflegerin dann hier war und der Bürgermeister, war da auch der Herr Nitz und der Herr Pfanner dann dabei. Also die unteren Räume waren komplett eingerichtet. Hier oben stand auch noch alles. Also hier im Prinzip standen oben die Schlafzimmer standen noch und unten die Stube. Die wurde aber wirklich noch bewohnt. Das heißt, zum Schluss, nachdem die beiden Junggesellen verstorben sind und der jüngste der Brüder das dann geerbt hatte, war noch der Knecht, der hier schon 44 Jahre gewohnt hat, der war noch in dem Haus, hat das Haus noch so weit in Schuss gehalten, so gut es ging. Und hat im Prinzip ein Schlafzimmer bewohnt, die Küche und die gute Stube. Und die war sehr gut erhalten, fast unberührt, war schön. Und da hat man sich natürlich dann auch am Anfang immer aufgehalten, wenn irgendwelche Treffen waren. Genau, also grundsätzlich, das Haus hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Und das hat sich so lange bewahrheitet, bis man dann oben auf dem Dach dann den Kniestock aufgemacht habe. Das konnte man natürlich nicht sehen bei der Begehung. Und dann hat man gesehen, dass im Prinzip die Deckenbalken allesamt oben am Rand abgefault waren von beiden Seiten. Und das war dann die erste größere, sage ich jetzt mal, negative Überraschung. Und dann war es klar, wir mussten jeden Deckenbalken anzangen, links und rechts, damit er wieder eine Auflage kriegt auf der Mauer. Und das war das erste Unvorhergesehene. Ansonsten ist der Dachstuhl vom Haus sehr, sehr gut. Also das ist eine wunderbare Holzsubstanz. Und natürlich hat man beim Kauf gesehen, dass der ein oder andere Buntbalke dann auch mal abgefault war. Und das wird aber bestens repariert. Also das war hier im Haus im Großen und Ganzen, außer das mit der Deckenbalke, war das so in Ordnung. Wir haben dann gezielt vorab immer, das hat der Architekt sehr gut gemacht, wir haben immer gezielt diese denkmalrechtlichen Genehmigungen vorab erhalten, weil da teilweise wirklich Gefahr in Verzug war, weil die Dächer undicht waren und haben im Prinzip das immer einen Teil dieser Gesamtbaugenehmigung haben wir dann vorab gemacht, damit man einfach die Dächer möglichst schnell dicht kriege, damit unten die Bausubstanz nicht noch mehr kaputt geht. In dem Raum, wo wir gerade sitzen, war es eben auch so, da war im linken Eck ist schon die Decke am Boden gelegen, weil es da schon über Jahre, Monate, wie auch immer, durchgeregnet hatte, also auch hier im Wohnhaus.
Und also alle Räume, sowohl dieser als auch drüben, mussten von unten abgestützt werden, weil hier teilweise ein Viertel der Decke des Deckenbereichs schon runtergekommen war. Also man konnte durchschauen. Und wie gesagt, in diesen Räumen musste alles von unten massiv abgestützt werden. Und aufgrund dessen haben wir auch eine relativ zügige Vorabgenehmigung für diese Teilschritte der Dachsanierung erhalten. Alles war auf keinen Fall offensichtlich. Also wir haben am Anfang eigentlich gehofft, dass wir alles mit Reparatur machen können und sind aber dann bei der Scheune irgendwann so weit gewesen. Also die Firma Nitz hat eine aufwendige Schadenskartierung gemacht bei der Scheune, also bei allen Gebäuden. Bei der Scheune war es natürlich am aufwendigsten, weil die ja 50 Meter lang ist, also ein sehr, sehr langes Dach und großes Dach hatte. Und die Kartierung hat dann ergeben, dass circa knapp 70% des Holzes kaputt ist. Und dann war es für uns klar, es kommt ein neuer Dachstuhl drauf. Wir wollten das natürlich so gut wie möglich erhalten, war aber dann fachlich nicht mehr tragbar. Und dann war es klar, die Mauern wollen wir erhalten und der Dachstuhl soll halt neu drauf. Und dann hatten wir wieder eine Begehung mit der Denkmalpflege und mit dem Denkmalamt. Und dann war ein Novum, das gab es vorher wohl noch nie, das haben also auch denkmalerfahrene Architekten dann gesagt, dass plötzlich die Dachsparren als abgängiges Material bezeichnet werden, so wie Dachlatte. Und dann war nur noch ungefähr 40% des Holzes kaputt. Und dann hieß es, dass auch die Scheune repariert werden muss, was natürlich einen viel, viel höheren finanziellen Aufwand dann war für uns. Jetzt im Nachhinein ist total schön, wenn man in die Scheune reinkommt, weil doch einiges an alten Balken einfach drin ist. Aber es war natürlich viel aufwendiger und viel aufwendiger, als wir gedacht haben, vor allen Dingen bei der Scheune. Ganz klar diese Dimension halt. Also das waren ein paar Wochen, wo dann im Prinzip kartiert wurde. Und ich habe das noch gut in Erinnerung, da sind sie mit dem Hubsteiger hoch, dann war es bei uns, war es ja sehr heiß, ich glaube bei 35 Grad und dann unter brennender Hitze und dann war im Prinzip, die alten Ziegel haben wir schon runtergenommen, die alten Dachlatten weggemacht und dann sind blaue Planen draufgekommen und immer dann Stück für Stück musste die Plane dann wieder runtergenommen werden, um das Holz drunter zu fotografieren. Jeder Balken hat eine Nummer bekommen, jeder Sparren und das wurde alles exakt dokumentiert und dann hat die Firma Nitz alles ins CAD reingepackt und so hat man genau gesehen, auch wir als Laien, so rot ist nicht gut, so und gelb geht noch so und grün ist in Ordnung. So war das. Riesen Holzkonstruktionen drunter gebaut werden mussten, weil im Prinzip die Mauern, die haben statisch gesehen keine Tragkraft, diese Bruchsteinmauern. Das heißt, man hat mit riesen Holzkonstruktionen das alles hier innen hochgebaut und das Highlight für uns dann wieder, was die Firma Nitz gemacht hat, die haben dann eine Abstützkonstruktion gebaut und haben dann den Dachstuhl hydraulisch komplett in die Luft hochgehoben, haben das ausgerichtet, haben die Holzkonstruktion drunter gebaut und haben nachher den Dachstuhl wieder draufgesetzt. Und das hat also auch alle anderen Handwerker, die so da waren, die das gesehen waren, die haben alle große Augen gekriegt. Ja. Das ist für uns ein Traum. Wir kommen jeden Tag hierher, wenn wir morgens in den Hof reinfahren oder auch bei uns, wir haben ja das Glück, dass wir jetzt in den Büroräumen sitzen, schön auf die Scheune gucken können und einfach das sehen, wie das jetzt so geworden ist, wie wir es uns vorgestellt haben, das ist schon echt cool. Wir waren natürlich gerade jetzt mit den Mitarbeitern von der Firma Nitz, die uns natürlich am längsten hier begleitet haben auf der Baustelle. Wirklich vom Haus haben wir, glaube ich, dann im April oder so angefangen oder Mai. Genau. 18, genau, bis beim Saustall, bis wir fertig waren, März 21. Das heißt, es war eine lange Zeit. Und die haben fast schon zu uns zur Familie absolut gehört. Und integriert, ja, und genau. Ja, und es halt war dann richtig ruhig und erstmal leer für uns, als die Firma Nitz dann wieder abgezogen ist und
wie gesagt, am Anfang waren wir natürlich auch erstmal froh, weil, wie gesagt, der Abstand einfach jetzt tatsächlich beendet war. Aber trotzdem haben wir dann beide festgestellt, sowohl der Herr Faller als auch von unserer Seite, dass man sich doch gegenseitig sehr fehlt nach der langen Zeit. Ja. Ja. Es war ein tolles Miteinander einfach. Einerseits haben wir uns gefreut, dass die Baustelle dann irgendwann wirklich auch fertig ist. Andererseits haben wir es natürlich auch vermisst, weil es ein ganz tolles Miteinander war. Mit den anderen Handwerkern auch. Da haben wir noch 2, 3 Firmen, die auch längere Zeit da waren, wo das auch sehr, sehr gut war. Und ja, es war einfach sehr familiär. Ein unglaublich tolles Zusammenarbeiten. Ja. Ja. Im Prinzip haben wir haben 4 Gebäude hier. Wir haben im Prinzip das Wohnhaus, wo wir jetzt unsere Büros drin haben. Dann haben wir die Scheune, das größte Gebäude, wo wir im Prinzip unsere Landwirtschaft drin haben. Das heißt, die Traktoren, die Pflanzmaschinen, Kühlhäuser, auch eine schöne Wohnung für unsere Erntehelfer, damit die auch gut wohnen können bei uns. Und dann haben wir den Trottschopf, das hat man früher so gesagt, weil da halt früher dann die Äpfel, also hier war es kein Wein, sondern wirklich nur die Äpfel, weil die Äpfel da getrottet wurden und deswegen gibt es einen Trottschopf mit einem Gewölbekeller drunter. Und als 4. Gebäude war der Schweinestall, der dann, als wir es aber gekauft haben, eher dann schon ein kombinierter Schweinehühnerstall war, weil der nochmal ein bisschen angebaut war und das ist das 4. Gebäude. Und da haben wir jetzt unsere Saatgutverpackung drin. Wir hatten das Glück, dass wir gegenüber des Hofes noch ein Feld dazu erwerben konnten, was auch zum Hof dazugehört hat früher. Das ist ein sehr guter Boden und wir haben jetzt auch den Vorteil, dass wir unser Versuchsfeld, was für uns sehr wichtig ist, das hatten wir früher auch im Ortsteil von Bad Krozingen, das haben wir jetzt hier direkt angrenzend und da machen wir ganz viele Versuche mit entweder Neuzüchtungen oder neuen Sorten, die wir dann hier anbauen, um zu gucken, wie gut die in unsere Mischungen reinpassen, wie wir die für uns auf unsere eigenen Felder nehmen können, aber auch eben unseren Kunden in Deutschland und in Europa empfehlen können. Also ich selber sitze auch mal ganz gerne auf dem Traktor. Das Pflanzen auf den eigenen Feldern mache ich normalerweise auch selber. Zum einen macht es Spaß, zum anderen hat es dann genau die Ordnung, die wir uns wünschen auf den Feldern. Und dann natürlich auch intensiv, meistens im Sommer, dass wir auch dann die Kunden besuchen in Deutschland, in Europa. Das heißt, im Sommer bin ich oder wir sind dann teilweise ganz schön viel auch mit dem Auto unterwegs. Und das ist natürlich auch die wichtige Grundlage und Basis dieses Geschäftsmodells und dieses Unternehmens, dass mein Mann eben auch ein Praktiker ist und eben nicht nur der studierte Agraringenieur, der von irgendwas redet, sondern auch mit 40 eigenen Bodenfeldern und dem Ganzen auch erfunden hier in Deutschland natürlich auch die Praxiserfahrung hat und daher auch weiß, von was er redet und wir vor allen Dingen das Ganze immer weiterentwickeln können. Es verändern sich ja im Laufe der Jahre auch Dinge, Klimawandel und so weiter und so fort, Schädlingsbekämpfung, Nützlinge, alles verändert sich. Wir müssen umstellen auf teilweise Biomittel und auch mit Maschinen entwickeln sich immer wieder Dinge neu. Und da ist mein Mann natürlich immer am Ball und kann auch Dinge immer wieder vorantreiben und weiterentwickeln. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Und man wird auch viel mehr ernst genommen von den Kunden. Haben. Es war immer so dieses sogenannte Projekt 2020. Das haben wir bis auf den Saustall, der eigentlich nur Corona-bedingt dann sich nochmal ein paar Wochen verzögert hatte. Hat auch alles bestens geklappt. Aber trotzdem, ganz klar, es ist eine Lebensaufgabe und es ist auch nicht irgendwas, wo man sagt, man investiert jetzt in was, was man betrieblich dann auch gut wieder absetzen kann. Das funktioniert bei so einem Anwesen nicht, sondern das darf man als Lebenstraum bezeichnen und das ist ja für uns. Und da muss man irgendwann mal versuchen, das eine oder andere Finanzielle, wo es dann mal durch die Decke ging, das dann irgendwann mal zu vergessen, sich an dem zu freuen, was man dann zum Schluss auch hat. Wir sind zu 95% fertig. Also die Gebäude sind alle so weit fertig, wie wir es uns gewünscht haben. Und auch natürlich funktional sowieso fertig. Und was uns jetzt noch fehlt, sind die Außenanlagen, die Bepflanzung, die Hoftore fehlen noch. Das sind so die letzten paar Prozent, die wir jetzt noch machen müssen.
oder machen wollen. Da können wir uns aber Zeit lassen. Jetzt soll es erstmal ein bisschen wirken, dass wir uns auch nochmal Gedanken machen können, wie so ein Tor genau aussieht. Also haben wir jetzt ein bisschen Zeit noch. Aber im Laufe des Jahres wollen wir es auf jeden Fall, also bis im Herbst wollen wir auch die letzten 3% fertig haben.